Hallihallo, grüß euch. So, jetzt schauen wir mal, dass sich die Kamera ein bisschen aus- oder einschwingt, einpendelt. Dann schauen wir, wann die ganze Sache losgeht. So. Ganz ungewöhnlich, wieder mal am Samstag, gell? Hallihallo. Trotzdem 2, 3, 5, 7 Menschen da, das freut mich sehr. Aber ich glaube, gefunden hat mich noch keiner. Oder entdeckt hat mich noch keiner. Jetzt müssen wir jetzt losgehen. Hallihallo, grüß euch. Hallöchen. So, jetzt geht's los. Grüß euch. Schauen wir mal, dass wir uns ein bisschen austarieren, dass wir in der Mitte vom Bildschirm sind, zumindest am Anfang. Das verändert sich ja im Laufe des Bastelns ja immer. Genau. Sieht mich schon wer, hört mich schon wer. Hallo. Oh, meine Silvia ist auch da. Hallo Elke, hallo Cora, hallo Araneta, hallo Steffi. Hallo Hedi, hallo Manuela. Grüß euch. Ganz ungewöhnlich am Samstag, ich weiß, ich habe euch gestern ein bisschen im Stich lassen, weil gestern hätte ich es einfach nicht geschafft. Und von dem her. Sie, oh, meine Teamschwester Karina ist auch da. Hallo Karina. Von dem her sehen wir uns heute. Und ich habe euch auch was vorbereitet. One-Sheet-Mini-Album mache ich heute mit euch. Das ist quasi ein Mini-Mini-Album, weil es relativ klein und kompakt ist. Es hat am Ende eine Größe von 10 mal 7,5 cm. Man kann ja mittlerweile Fotos sehr klein. Hallo Christa, hallo Renate. Man kann ja Fotos mittlerweile sehr klein ausdrucken und die Variante habe ich gesehen mit Zoll gebastelt. Ich werde es heute mit euch in Zentimeter machen und wir werden es einmal grob sozusagen vordekorieren. Den Feinschliff, den darf jeder von euch selber machen. Generell wird das Album dann so ausschauen, also ist ein Querformatsalbum. Ich kann das einmal aufmachen. Ich kann es zweimal aufmachen. Ihr seht, ich habe beim Designerpapier ein Papier gewählt, auf das ich ja sozusagen sowas wie Zeilen habe, wo ich reinschreiben kann. Ich habe in der ersten Seite eine Tag-Tasche drinnen, wo man einen Tag verstecken kann. Den habe ich sozusagen nur am Ende ein bisschen mit Designerpapier ausdekoriert. Dann kann ich das Ganze nochmal umfalten, habe eine Doppelseite. Hab da wieder Platz für ein Tag-Taschal oder ein Tag, der ist genauso dekoriert wie der vorherige. Nur in der Farbe habe ich variiert. Hallo Uli, hallo Roswitha. Tut sich ja ein bisschen was, trotz Samstag. Das freut mich. Dann blätteln wir nochmal um, haben nochmal eine Doppelseite und haben wieder Tag-Taschal. Das habe ich ein bisschen anders dekoriert. Hinten ist auch nur ein Streifen. Vorne haben wir sozusagen eine Diagonale und in die Diagonale könnte man theoretisch nur mal was einstecken. Und die letzte Seite ist dann wieder so eine Dreifachseite, das heißt, da habe ich mir da eine Fläche zum Schreiben, einer da und habe dann nur mal drei Bilder sozusagen, die ich nebenher nutzen kann. Oh, Silvia, das tut mir leid. Ich habe eh eine Nachricht sozusagen auf YouTube geschrieben, dass gestern sozusagen nichts wird, dass wir es dafür heute oder morgen sehen. Und ich habe gedacht, heute ist ein guter Zeitpunkt dafür. Und ich glaube, es war ein bisschen Vorsehung, dass ich gestern nicht live war, sondern heute erst, weil heute hat sich wieder ein Grund zum Feiern ergeben. Mein liebes Teammädel, die Michi, ist nämlich heute zu Silber aufgestiegen. Von daher, liebe Michi, auch von der Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Freut mich total. Also, ihr seht auch bei mir, wie im Team tut sich immer ein bisschen was. Genau. Und weil wir schon bei mir im Team sind, die super Teamaktion mit dem InColor-Paket gibt es immer noch. Das heißt, wer gern einsteigen möchte, hallo Andrea, wer gern einsteigen möchte, meldet euch gern per Mail bei mir, dann telefonieren wir mal, sprechen wir es durch. Einsteigen zahlt sich immer aus, weil man ja kein Risiko hat. Danke, Silvia. Stimmt, ich habe auch einen Titelaufstieg gehabt. Aber heute wollte ich sozusagen in die Lobeshymnen der Michi überlassen. Genau. So, ich hätte gesagt, wir starten. Bastelt wer mit mir heute? Hallo, Barbara. Bastelt wer mit oder soll ich mal alleine dahin basteln? Wie gesagt, das Video bleibt ja
gespeichert, von dem her kann man es jederzeit nachbasteln. Hallo Claudia! Ja, trudeln sie ja ein, meine Teammädels, eins nach dem anderen. Ich brauche heute auf jeden Fall mal schnell ein Falzbrett. Und ich habe es euch in meinem Blogbeitrag schon geschrieben. Wir brauchen einen 12x12 Bogen, das Farbkarton. Wer sowas nicht hat, hätte das Mini-Album am Ende hat ein Maß von 10 mal 7,5 cm. Wie gesagt, es gehen ein paar kleinere Fotos ein, aber ich finde, es ist total was schön Kompaktes, was man auch gut einmal einschieben kann in die Handtasche. Zirks, by the way, konnte ich euch ja zeigen, mit was wir heute basteln, weil ihr seht, das ist wieder mal so ein bisschen maritim geworden. Wird so ein kleines Urlaubserinnerungsalbum werden, aber ich denke mal, solche Sachen, ah, die Agneta bastelt mit, super, Claudia bastelt auch mit. Ein 24-Stunden-Salat. Muss der 24 Stunden ruhen, dass er durchgezogen hat. Super, Mietbastler. Also, ich war der Meinung, sowas kann man wunderbar für Hochzeit machen und habe mir demnach ein bisschen ein festlicheres Designerpapier jetzt ausgesucht. Und zwar habe ich dabei auf die Seite 57 im Katalog geschaut und da haben wir ja die Landhausrosen herinnen. Stempelset habe ich nicht, auch die Stanzformen habe ich nicht, aber das Papier habe ich und das Band und mit dem Papier werden wir heute unser Album sozusagen ausdekorieren. Und nachdem ich bei meinen großen Farbkartone auch nicht jede Farbe parat habe, arbeite jetzt mit einem normalen Weiß. Ich glaube sogar, es ist nur mein allerletzter Bogen flüsterweiß und noch nicht grundweiß. Von dem her ist es ja ein bisschen abgegelbt und nicht ganz so schreiend weiß. Von dem her, danke Hedi. Von dem her werden wir mit dem arbeiten. Wie gesagt, vom Designerpapier, das zeige ich, das ist wunderbar und wunderschön. Haben wir recht erdige Farben, nämlich Espresso, Savanne, Vanille pur, Schiefergrau, Schwarz und Blütenrosa. Wie immer beidseitig bedruckt. Da werden wir uns sozusagen die Seiten ausdekorieren. Wenn wer von euch keinen Farbkarton in 12x12 hat, kann man natürlich auch ein halbwegs dezentes Designerpapier verwenden und aus dem die Basis machen. Sowas zum Beispiel geht da ganz gut. Das werde ich für meine Zeilen verwenden. Und da werden wir uns dann sozusagen die Blätter ausdekorieren. Starten tun wir aber mit dem Farbkarton und was ich mir auch bereitgelegt habe, ist dieses Antik-Goldpapier. Das passt nämlich, finde ich, auch ganz gut. Werden wir ein bisschen edler machen jetzt. Schön wieder Schmutz. So, wir starten los. Ich lege mir meinen Farbkarton, egal an welcher Seite, weil es ja quadratisch, bei 10 cm an und ziehe meine Falzlinie. Schiebe weiter auf 20 cm. Machen wir wieder Falzlinie. Schiebe weiter auf 30 cm. Und da kürze man ein. Dann drehen wir das Ganze um 90 Grad und kürze man auf der Seite auch bei 30 cm ein, damit wir wieder quadratisch sind und damit es mit den Zentimeter gut passt, damit wir keine krummen Maße haben. Somit habe ich jetzt einen 30x30 Bogen, der da schon bei 10 und bei 20 gefalzt ist. Ich lege mir das Ganze an bei 7,5 cm. Nehme mir die Schneideklinge, schneide von oben bis zur Querfalz und schneide von unten auch bis zur Querfalz. Dazwischen, zwischen den zwei Querfalzen, ziehe ich mal eine Falzlinie. Das heißt, ich habe 7,5 cm, habe bis zu 10 cm Falzlinie geschnitten, dann gefalzt und ab 20 habe ich wieder geschnitten. Dann schiebe ich mal weiter bis 15 cm. Da ziehe ich mir jetzt unten bis zur ersten Querfalz eine Falzlinie. Ziehe mal zwischen erster und zweiter Querfalz
einen Schnitt. Und das war's. Und schiebe weiter auf 22,5. Da schneide ich wieder oben und unten bis zur Querfalz ein. Und dazwischen setze ich mir wieder eine Falzlinie. Jetzt zeige ich euch nochmal ein Kleinformat. Ich habe mir das Ganze nämlich in Mini vorbereitet. Ich habe jetzt bei 7,5 von oben und so von unten geschnitten, dazwischen gefalzt. Bei 15 habe ich unten eine Falzlinie gezogen und dazwischen einen Schnitt gesetzt. Bei 22,5 habe ich oben und unten geschnitten und dazwischen eine Falzlinie gesetzt. Und ihr seht, da oben fällt mir ein ganzes Teil. Das heißt, wir drehen jetzt nochmal um 90 Grad. Setzen bei 20 cm an, gesetzt dem Fall, das breite Teil ist bei euch auf derselben Seite wie bei mir und schneiden zwischen die zwei Schnitte, das sieht man jetzt ganz schlecht, ich komme euch ein bisschen entgegen. Also, mein großer Teil ist links und ich lege mir bei 20 cm an und schneide mal den großen Teil außer. Dann schaut das gute Teil so aus. Und jetzt werden wir alle Falzlinien nachziehen. Hallo Petra! Das heißt, ich schnappe mir ein Falzbein und ich ziehe mir die Falzlinien in beide Richtungen. Das heißt, ich knicke mir es zuerst einmal in eine Richtung und dann aber alle in die andere Richtung auch nochmal, damit unser Mini-Album von den Seiten her gut beweglich wird. Dann falzen wir die nochmal durch. Und da wirklich sauber arbeiten, damit die Linien auch gerade bleiben. Und wenn ich es in eine Richtung einmal alle gefalten habe, dann drehe ich mir das Ganze um und mache das Ganze nur einmal. Claudia, bei den 15 cm ziehe ich unten eine Falzlinie und zwischen die zwei Querfalzen schneide ich. Das heißt, so hat es vorher ausgeschaut. Bei den 15 cm wird da eine Falzlinie gezogen, dazwischen geschnitten und das lassen wir frei, weil ich das dann ganz ausschneide und so kann ich es noch weiter verwenden. Ich werde euch bis morgen meine Skizze auf dem Blogbeitrag dazu laden. Dann könnt ihr es euch nochmal sozusagen gut nachlesen, wo geschnitten und wo gefalzt wird. Da werde ich aber wahrscheinlich nur von meiner kleinen Skizze ein Foto machen. So, wenn ich alles in beide Richtungen gefalten habe, da fehlt mir noch was, dann lege ich mir es wieder so hin, wie ich es am Anfang gehabt habe.
nämlich so. Und dann werden wir zum Zusammenkleben anfangen. Wie schaut es bei meinen Mitbastlerinnen aus? Sind wir soweit? Können wir zusammenkleben oder soll ich nur ein bisschen warten? Und ich klebe heute ausnahmsweise wieder mal mit Flüssigkleber. Normalerweise würde ich sowas mit Abpressklebeband kleben. Ich mag aber meine Kleberänder so schmal wie möglich haben. Und von dem her arbeite ich mit meiner schmalen Spitze und mit Flüssigkleber. Und ich bringe mir beim zweiten Feld auf der rechten Seite Kleber an. Da brauchen wir jetzt eine ruhige Hand, die fehlt mir halt ein bisschen. Das kriegen wir schon hin. Und auf dem unteren Rand von dem Feld bringen wir einen Kleber an. Ihr macht das ein bisschen ruhiger wie. Wenn wir den Kleber aufgebracht haben. Hallo Daniela! Also auf die Claudia müssen wir eh noch warten. Dann lasse ich es dabei noch offen. Aha, die Renate, glaube ich, habe ich vorher auch übersehen. Da tut sich ja ein bisschen was. Hallo Margarete. Daniela, wir machen ein Mini-Album als One-Sheet-Wonder in der Größe von 10 x 7,5 cm und sind gerade beim Rolling. Also auf der Mittellinie im zweiten Feld bringen wir rechts und unten einen Streifen Kleber auf und kloppen dann die linke Seite auf die rechte Seite drauf, streifen das Ganze gut fest und kloppen dann die untere Seite hoch. Dann gehen wir zum nächsten Stück, das ist quasi das dritte Feld in der Mitte. Da tragen wir links auf der Seite einen Streifen Kleber auf. Und wieder unten. Und auch das kloppen wir jetzt von rechts nach links nach innen, streifen gut fest. Hallo Ute! Die Ute ist so eine Backfee, die hat sicher wieder irgendeine Hochzeit zum Versorgen. Da war ich auch gerne mal Hochzeitsgast. Und wir kloppen den unteren Teil wieder nach oben. Ich zeige es euch auf meiner Skizze. Wir haben jetzt am zweiten Feld in der Mitte unten und rechts einen Kleber aufgebracht, haben das Ganze nach innen geklappt und den Flügel nach oben geklappt, haben dann am dritten Feld links am Rand und unten am Rand einen Kleber aufgebracht, haben das von rechts nach links geklappt und das untere Flügel hochgeklappt. Und ihr seht schon, jetzt haben wir da unten ein Feld, da bringen wir oben und rechts einen Kleber an. Drei Torten, Respekt, liebe Ute. Scheint eine lange Nacht zu werden. So, ich bringe auf der Fläche oben einen Kleber an und rechts. Nimm mal das ganze Ding. Schau, dass das nach hinten sich klappt. Und wenn es jetzt sozusagen so zusammengeklappt ist, klappe ich es wie ein Buch zusammen und lasse das Ganze wieder anziehen. Uli, gilt das wie so mir?
Nur mal zum Wiederholen. Mein Stand ist, die Seiten habe ich eingeklebt, die ersten Laschen habe ich hochgeklappt. Ich bringe jetzt da einen Kleber an, drehe mir das Ganze so, dass ich das sozusagen zurückklappe und dann falte ich das Ganze zusammen. Ah, okay. Dann mische ich mich gar nicht länger ein. So, tue meinen Kleber mal kurz zur Seite, weil wenn wir das Teil jetzt in die Hand nehmen, ich drehe es, wie gesagt, so liegt es da, ich drehe es dann um 90 Grad, dann kann ich meine erste Seite schon aufkloppen, kann das Flügel einkloppen, mache meine erste Seite wieder zu, drehe es um, schlage die letzte Seite auf, schlage da auch mein Flügel ein und mache wieder zu. Und unsere Grundbasis, Mini-Album, irgendwas ist fertig. Ihr seht, ich habe erste Seite, kann da auf drei Seiten auskloppen, habe da meine erste Lasche, die lassen wir jetzt nur ein bisschen anziehen beim Kleber, bevor wir die füllen. Dann habe ich meine erste Doppelseite, habe wieder eine Lasche dazwischen, habe meine nächste Doppelseite, habe wieder eine Lasche oben und habe dann nur meine Dreifachseite. Das heißt, Mini-Album ist fertig. Ich wünsche euch einen schönen Abend, bis nächste Woche. Na, Scherz. Wir dann natürlich noch gemeinsam weiter. Ich lege mir meinen Rohling einmal zur Seite, weil jetzt werden wir uns ein bisschen ein Designerpapier zuschneiden. Als allererstes machen wir unseren Umschlag. Ihr seht eh, ich habe da einmal rundum gearbeitet. Das heißt, ich suche mir als erstes ein Designerpapier aus, das ich außenrum haben mag. Da habe ich mir gedacht, entweder die ist da. Oder die ist da. Wir werden in hell bleiben. Ich schnappe mir wieder mein Schneide- und Falzbrett. Und schaue mal, wie ich mein Papier haben will. Das heißt, am Ende soll es so ausschauen. Das heißt, ich lege mir es in mein Schneide- und Falzbrett, dass, wenn es nachher so ausschaut, der die Seite anliegt und schneiden wir mal einen Streifen in 7,5 cm runter. Ah, geht, die Daniela geht nicht so schnell wie immer auf dem Leim. So, ich drehe es auf die lange Seite, legen wir es auf 10 cm, ziehen wir eine Falzlinie, legen wir es auf 10,1, ziehen wir eine Falzlinie auf 10,2, ziehen wir eine Falzlinie auf 3, auf 4, auf 5, auf 6. Schieben wir es weiter auf 20,6 und schneiden wir es ab. Ihr seht, ich habe jetzt da lauter Falzlinien. Das dient nur dem, dass mein Buchrücken sozusagen ein bisschen geschmeidiger und runder wird. Wenn sie nur 5 mm dazwischen macht, geht das genauso. Ich mag es noch nicht so kantig haben. Und wenn ich da ein paar Falzlinien nebeneinander setze, dann wird das ein bisschen weicher. Man kann sich das auch über der Tischkante runden, weil mir das Teil jetzt sozusagen an der Buchöffnung Kante an Kante verkleben werden. Bis ungefähr einen halben Zentimeter vor dem Ende vom Buchrücken. Das mache ich auch mit Flüssigkleber. Und da gern bis gut zum Rand ausarbeiten, aber nicht zu dick mit dem Kleber werden. Sonst quatscht uns das alles außer nachher. Und dann haben wir ein klebriges Album und klebrige Finger. Klebrige Finger habe ich so auch, weil die habe ich immer. Aber das Album schauen wir, dass wir möglichst
kleberfrei gestalten. Zumindest auf die Seiten, die nicht zusammenkleben sollen. Seht ihr, geht er relativ flächig, aber ganz, ganz dünn drüber. Und habe jetzt sogar einen Zentimeter freilassen. Legen wir das dann Kante auf Kante. Und schau, dass sie das gut verbindet. Und durch das, dass ich da jetzt lauter feine Falzlinien habe, haben wir dann einen halbwegs schönen runden Rücken. Und auf der Rückseite machen wir dasselbe wieder. Das heißt, auch da schaue ich, dass ich an die Kante komme. Und hinten darf sie sich ein bisschen bewegen. Dann tut man sie ein bisschen leichter mit dem Auf- und Zuklappen. Und ich schaue wieder, dass ich gut am Rand komme. Ute dir auch noch viel Spaß beim Backen und auf bald. So, und dann schaue ich, dass ich das wieder gut verbinden kann dazwischen. Und ich gehe wirklich wieder von außen weg, von der Kante her und klebe von der Kante weg Richtung Buchrücken mein Cover sozusagen auf. Und jetzt habe ich nur die Gelegenheit, dass ich mir entscheide, ist das meine Vorderseite oder das. In dem Fall würde sich beides anbieten. Ich bleibe bei der Seite und mein Album, mein Büchlein wird sich dann so öffnen. Mittlerweile müsste jetzt ja der Kleber verbunden haben. Und damit wir da ein bisschen leichter reinkommen, fahre ich immer mit dem Falzbein ein wenig rein, damit sie nachher die Text ein bisschen leichter tun. Und apropos Text, ich habe ja da noch ein Stückchen Rest von meinem Farbkarton. Da schneide ich mir schon mal zwei Stückchen aus in 9,3 x 6,8. Und ein drittes brauche ich dann auch noch, da brauche ich noch ein Stückchen Rest. Das heißt, ich kürze mir es ein auf 9,3. Und schneiden wir mal zwei Stückchen mit 6,8. Und ein drittes tue ich mir in einer anderen Farbe dazu. Da werden wir Savanne dazu nehmen. Könnt aber auch gern in derselben Farbe bleiben. Ich habe nur ganz gern ein bisschen eine Variation drinnen. Schauen wir, ob das von der Breite noch reicht. Wunderbar. Das heißt, ich brauche drei Stücke in 9,3 x 6,8. Hallo Denise, ich hätte die bald übersehen. So, und für meine Seiten innen brauche ich Designerpapiere in einer Größe von 9,7 x 7,2 cm. Und da schaue ich jetzt einmal, was ich haben will und schneide mir das zu. Wie gesagt, ich habe gern eins, wo ich Linien dabei habe, damit ich zwei Seiten liniert gestalten kann, wo man dann auch ein bisschen draufschreiben kann. Das heißt 7,2. Das mache ich einfach eine Spur kleiner wie die Seiten, damit meine Falzlinien frei bleiben. Mal 9,7. Man kann die Teile natürlich auch noch mit Stempelabdrücke versehen oder dann mit Stanzteilchen. Aber das macht dann jeder von euch individuell. So, zwei habe ich schon.
Dann mag ich auch das dunklere Design. Renate, ich finde das Designerpapier total schön, weil mir die Farben so gut gefallen. Ihr wisst ja, ich bin normal nicht so der Blümchentyp. Aber das finde ich tatsächlich echt schön und gelungen. So, 7,2. Mal 9,7. Wie geht es meinen Mitbastlerinnen? Ein drittes, glaube ich, brauche ich von dem noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Das heißt, eine Doppelseite machen wir auf jeden Fall. Dann die Blättchen, da machen wir eine ganze Reihe davon. Das heißt, ich nehme drei in Reihe sozusagen. Agnetta sagt gut. Geht es euch auch manchmal so während dem Zuschneiden, obwohl es immer dasselbe Maß schneidet, von einem auf den anderen Mal muss ich wieder nachschauen, was ich für eine Länge brauche, weil ich schon wieder vergessen habe. Ganz furchtbar. Ich denke mir immer, wenn sich das im Alter noch verschlimmert, dann ui. So, drei in der Reihe. Da habe ich schon zwei. Da nehmen wir die Rückseite auch, das ist auch schön. Neun Komma sieben, dass das gibt. In Summe brauchen wir 12 Stück. 3, 5, 6, 8 habe ich schon. 4 brauche ich noch. Wir können natürlich eine Seite gülden machen. Oder eine Doppelseite. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Eine oder zwei Seiten machen, eher eine, so wie es gerade ausschaut. Ja, das lassen wir noch. Aber wir haben ja noch jede Menge Designerpapier zum Verarbeiten. Natürlich darf von der Außenseite im Innen auch wieder was auftauchen. 9,7. Oh, wunderbare Aussichten, ja. Aber Gott sei Dank haben wir Zettel und Stift und können uns alles Mögliche aufschreiben. So, ich werde mir das einmal, zum Einkleben anfangen und mir dann anschauen, was ich wo noch sozusagen ergänzen mag. Schönen Abend, Uli, auf bald! So, meine erste Seite wird links und rechts dunkel geblümt und wird in der Mitte dieses Schreibfeld kriegen. Das könnt ihr mit der Klebemaus, also mit dem Flink und Fest aufbringen, aber auch mit dem Flüssigkleber, wie es euch leichter tut. Und da schaue ich einfach, dass ich möglichst dieselben Abstände zusammenbringe. Und orientiere mich natürlich ein bisschen an der Innenfalz. Und klebe das Papier möglichst nicht am Kopf stehend ein. Wie gut, dass es Flüssigkleber ist. Das war es wieder gewesen jetzt, mit Abreißklebeband oder mit Flink und Fest. Und dann geht nichts mehr. Dann hätten wir das ganze Album vielleicht noch im Kopf geschüttet. Das war noch gegangen.
Bei der ersten Seite geht es ja nur noch ein nimmer. Man kann dann natürlich auch statt Fotos schöne Sprüche und Wünsche reintun. Da ist man ja recht flexibel und frei. Aber Möglichkeiten gibt es ja da viele. Ja, meine erste Seite ist schon mal fertig. Das klappe ich wieder einer. Da brauche ich dann noch was drauf. Überlege ich mir noch. Zwischenzeitlich immer wieder gut zumachen und schauen, dass sie das nicht verschirbt. Auf die Seite mache ich auch Seite golden. Ja, Daniela, ein bisschen was habe ich schon verzögert. Nämlich, dass mein Michi zu Silber aufgestiegen ist. Nachdem ja ein paar von meinen Mädels im Chat haben, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass ich auch einen Titelaufstieg hatte. Aber ich habe noch nicht verraten, dass auch sie einen Titelaufstieg gehabt haben heute. Da wollte ich warten, bis da sind. Das heißt, im Team der Wunderweltmädels und im Team der kreativen Zaubermädels hat es halt jede Menge Gründe zum Feiern gegeben. Ja, wie bereits vorher erwähnt, ein Grund mehr, bei uns einzusteigen. Entweder als Wunderweltmädel oder als kreatives Zaubermädel und somit automatisch als Wunderweltmädel. Bei uns wird keiner zu irgendwas gezwungen, aber wer will, wird bei uns gefördert. Ein bisschen gefordert manchmal, je nachdem, aber wir waren dann nur liebevoll. Aber bei uns gibt es keinen Druck, keinen Zwang. Aber wenn man mag, kann man auch bei uns was erreichen und wird unterstützt. Ich glaube, das unterschreiben wir Sie auch, Daniela. Das Goldpapier ist mehr als ein Traum, nämlich auch nachher werden wir es noch ein bisschen dezenter einsetzen, vorhin mit den Rahmen und mit den Ecken. Da lässt sich so unglaublich viel damit machen und es schaut so super aus. Das ist echt klasse. So, kriegen wir das noch zusammen, wie das vorher war. Es war ja schön, wenn wir da wieder Flucht zusammenkriegen, ne? So was nicht. So auch nicht. So auch nicht. Das schaut schon mal gut aus. Oder auch nicht. Egal, wir kleben es jetzt einfach irgendwie auf. Gar nicht mehr Stil. Normal schaue ich immer, dass ich in der Flucht bleibe mit dem Papier. Aber im Eifer des Gefechtes, vor lauter Plaudern mit euch und überlegen, wo du was hin. Kann das einmal passieren? Dass ich meinen Papierverlauf nicht mehr ganz hinkriege. Macht aber in dem Fall nichts, wenn man nachher nicht mehr so viel sehen wird vom Designerpapier, wenn dann Fotos drin kleben. Es ist nicht ganz so schlimm. So vielleicht? Egal.
Ja, Putzle bauen. Halt nicht erfolgreich, aber das macht nichts. Ihr seht in dem Fall, zeigt es sich wirklich aus, wenn man mit Flüssigkleber arbeitet, damit man sich die Dinge nur ein bisschen zurechtschieben kann. Da kommt wieder Schreibseite einer. Hallo Julia, ist ein Album, ein kleines One-Sheet-Album für kleine Fotos oder liebe Wünsche, Grüße, was auch immer. Passt perfekt in die Handtasche, selbst in kleine. So, da müsste ich noch eine Doppelseite haben, genau. Da haben wir jetzt das Dunkle noch mal einer. Das passt sogar vom Verlauf noch. Und dann suchen wir uns nur zwei Seiten für unsere freien Flächen. Oder eine, was halt noch übrig ist. So, jetzt habe ich da noch eine Seite. Und das war es dann schon. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch eine Seite aufhübschen. Und da konnte man eigentlich nur mal mit dem einer gehen, oder? Ich finde, das passt ganz gut. Das schneide ich mir noch zurecht. Ich bin ja gar kein Handtaschenmädchen, ich habe meistens Rucksäcke, weil ich die viel bequemer finde. Und ich bin tatsächlich eine, die aber gut wieder ausräumt und schaut, dass es nicht zu schwer wird. Aber das stimmt, bei 5 Kilo macht so ein Mini-Albumsgrad definitiv nicht fett. So. Also, Foto, Foto mit einem dunklen Schriftstift gern schreiben, Foto, Fotos, Fotos oder Sprüche, was auch immer. Wie gesagt, gern mit Standsteilen noch weiter verkleben. Auch da kann man noch was draufschreiben und nochmal Fotoserie einer. Und jetzt machen wir noch die Tags. Und zwar werden wir an die Tags Bänder machen, damit man es ausziehen kann. Und nachdem ich ja letztens mit der Mini-Versandtasche gearbeitet habe und man so tolle Ösenverstärker haben, habe ich mir gedacht, da stampfen wir uns jetzt einmal drei so Teilchen aus. Und zwar da draus. Weil dann habe ich eine helle und eine dunkle Seite, das passt wunderbar. Eine Mini-Stanzenprägemaschine. Und dann kurbeln wir einfach einmal. Die meisten Autos haben ja mittlerweile so einen Piepser, damit man sich anschnallt.
Und mein vorhergehendes Auto hat das auch schon gehabt, aber war recht sensibel und hat nicht erkannt, sozusagen, ob eine Person draufsteht oder nur Gewicht drauf ist. Und zu der Zeit, wo ich das Auto gehabt habe, habe ich auch noch Handtaschen gehabt mit ein bisschen mehr Gewicht. Und ich habe einfach gewusst, wenn mein Auto zum Piepsen anfängt, wenn ich meine Handtasche auf der Beifahrerseite abstelle, dann wird es Zeit zum Ausräumen. Wie gesagt, jetzt habe ich das Auto nicht mehr, aber auch keine Handtaschen, sondern nur noch Rucksackl. Vielleicht war mir das eine Lehre. Zweimal, jetzt drehen wir das Ganze um und nehmen noch ein helles. Oh ja, ein Auto mit Erziehungseffekt. Stanzmaschine brauchen wir nachher nochmal. Legen wir es aber mal dabei zur Seite. Knicken wir die Dinger jetzt einmal um. Einmal, zweimal, dreimal. Nehmen wir jetzt meine Tags und markieren wir die Mitte, nachdem die Dinger 6,8 breit sind, ist die Mitte bei 3,4. Und ihr wisst eh, in der Stanzteile ist also ein Lochteil dabei. Das heißt, wer keinen Lochstanzer hat, konnte das jetzt sozusagen anpassen und mit dem ausstanzen. Wir werden eine Lochstanze dazu nehmen, also so eine Handstanze. Ein Crocodile in meinem Fall. Legen wir das nur möglichst mittig an, schau, dass das passt. Zumindest bei einem einmal. Eigentlich hätte man es nur bei einem anzeichnen müssen. Aber da kommt man immer erst später drauf, gell? So. Nehmen wir da das kleinere Loch oder das größere Loch? Probieren wir jetzt aus. In Wahrheit können wir das größere auch nehmen, weil sie ja von hinten und von vorne sozusagen dann zugeklebt wird. Stanzen wir mal das erste aus und kann man es ja so wunderbar übereinander markieren. Ja, Denise, die sind aus dieser Mini-Versandtasche. Und ich habe gedacht, die lassen sich da wieder wunderbar einsetzen. Damit wir schön verzierte Lochverstärkungen haben. Einmal. Und die dritte machen wir auch noch. Und die klebe ich mir jetzt einfach drüber. Die dunklen auf die hellen und das helle auf das dunkle Papier. Und dann werden wir die Dinger auch noch ein bisschen verzieren. Schauen wir mal, wie gut man. Ah, das schaut gut aus. Kleben wir mal die eine Seite fest. Und. Also, wer ein Crocodile hat und mit den Dingen arbeiten mag, nehmt das größere Loch, das lässt sich wunderbar verdicken. Und wer einen Eck abrunden hat, kann sich natürlich auch von den Tags die Ecken abrunden. Oder ihr nehmt gleich unsere Anhänger nach Wahl, glaube ich, heißen es. Nein, heißen es nicht. Ich schaue euch gleich noch. Unsere Anhängerstanzen holt. Und ich stanze mir so ein bisschen die größeren Anhänger aus. Dann kann ich die natürlich auch direkt einschirmen. Ich wollte einfach mit euch jetzt Tags basteln.
weil ja nicht jeder jedes Standsteil hat. Und auch wenn ihr die Lochverstärker nicht habt, ihr nehmt einfach einen Kreis und macht ein Loch rein, das geht genauso. Geht in Wahrheit nur ein bisschen um die Optik. Oder ihr schreibt mir eine Mail oder geht in meinen Online-Shop und bestellt euch die Teile einfach. Ich freue mich natürlich auch über jede Bestellung. So. Wenn ich so Tags mache, dann schaue ich immer, dass ich die Schnittkanten, die scharfen, von der Unterseite auch ein bisschen wegkriege, weil wir sie ja von beiden Seiten verwenden. China soll ich und anschauen China soll ich. Da fahre ich einfach mit einem Falzbein drüber. Dann haben wir ein schönes Endergebnis. Dann schauen wir mal, ob unsere Tags überhaupt reinpassen in unsere Taschen. Denise ist definitiv eine Bestellung wert. Also ich finde es total klasse und vielseitig, weil man kann es eben auf eine Karte basteln. Man kann, in Wahrheit kann man auch ein kleines Album mit den Mini-Versandtaschen machen. Wie da ungefähr die Größe, wenn man spur kleiner wird sein. Aber auch das geht. Und ihr seht, das geht wunderbar einer. Und damit wir es wieder rausziehen können, da haben wir dann noch ein bisschen Benzel drauf. Ich habe euch ja vorher schon gesagt, da gibt es das tolle Band dazu, das ist bei mir noch nicht einmal offen. Das werden wir jetzt nicht verwenden, weil das wird uns ein bisschen zu dick werden für unsere Locherl. Aber generell ist das voll das schöne, breite, weiche Band. Das konnte man sogar als Deko noch außen umlegen. Werden wir anders mal damit basteln. Ich suche mir jetzt was anderes zum Einfädeln. Ich werde da jetzt Altlasten verbasteln. Nein, machen wir nicht. Wir haben ja so ein goldenes, tolles Band, mit dem werden wir jetzt arbeiten. Das wird jetzt auch ein bisschen klein werden zum Durchfädeln, aber wir werden das einfach durchfädeln und dann mit einem Leinenfaden anbringen und zumachen. Das heißt, ich schneide mir einfach ein paar so Stücke zu. Genau, eine Spur zu dick, Daniela, aber nur eine Spur. Da passt ja das viel besser, was ich jetzt habe. Also passt zum Rest vom Design, nachdem ich ja mit dem Antikgold dazu gearbeitet habe und arbeiten werde, passt das wieder wunderbar. Und ein drittes. Da passt das Granitband auch wunderbar dazu, jetzt zu der Seite. Und wir werden jetzt da nicht nur ein zweites Band sozusagen mit reinnehmen. Da werden wir schon einheitlich bleiben und dann schnappe ich mir noch einen Leinenfaden. Und dann binde ich mir da einfach ein Mascherl rundherum. Und wer sich bei sowas auch relativ schwer tut, dass die Dinger zusammenhalten, schnappt sie einen Klebepunkt. Und klebt die zwei Dinger da ziemlich weit unten. Einfach übereinander. Am besten so, dass es nicht am Papier festklebt. Genau. So, das machen wir mit alle drei. Dann da muss nämlich beim Zubinden viel, viel leichter. Trick 17 hätte ich gesagt. Oder 18. Und dann braucht man nämlich keine dritte Hand zum Festhalten. Und haben viel schneller und schöner ein Mascherl gemacht.
Und dann werden wir uns das Band drunter einfach nur in Form ziehen und zurechtschneiden. Naja, die Daniela kennt das natürlich besser. Das ist ja unsere Queen of Marshall. Aber wir kriegen das auch hin. Wir sagen jetzt einfach mal viel besser, ja? Einkürzen. Und die Dinger nur ein bisschen abschneiden. Nehmt eine Schere, die gut schneidet, aber bitte nicht eine Papierschere. Wie viel Zeit habt ihr denn mit eingepackt heute, wenn ihr am Front ausdekorieren was? Weil sonst würde ich einfach das dritte Marschall jetzt einfach Marschall sein lassen und mit euch der Front des Mini-Albums widmen. Wenn ihr viel Zeit habt, mache ich das dritte Marschall auch noch mit euch. Das ist ja gleich viel schneller gegangen, ne? Nummer 3. Ihr seht, mit mehr Marschall kommt man ein bisschen in die Routine. Sage ich jetzt und dann vergraut man womöglich das dritte. Ich werde mich bemühen. Ciao. Na, das schaut ja nicht so schlecht aus. So. Wie Karina Futsch, bin ich nicht mehr da? Hallo? Hört mich noch wer? Okay, ich war nur kurz schweigend. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen mehr quatschen. Ich habe mich vielleicht jetzt beim Marschall machen so konzentriert, dass ich kurz in Schweigen verfallen bin. Wunderbar. Aber wenn alles gut ist, dann mal weiter. Ich zeige euch bei den Innentexten noch, was ich da ein bisschen ausdekoriert habe. Das heißt, auch da habe ich mir so Papierreste genommen. Muss ich mal ein bisschen Platz schaffen, damit ich wieder basteln kann mit euch. Hallo Familie Bruns. Da zum Beispiel mal Streifen, die können wir verbasteln. So, ich nehme mein Schneide- und Falzbrett und nehme zum Beispiel so ein Randstückerl, lege es bei einem Zentimeter an. Ziehe mir eine Falzlinie und schiebe es auf 2 cm und schneide es ab. Und das klebe ich mir zum Beispiel ans Ende von einem von meinen Tags. Das heißt, ich gebe mir innen einen Kleber drauf. Kann ich gleich beidseitig aufbringen. Stelle mir dann mein Tag ein. Der darf auch drüber ausstehen. Und klebe einfach mal zu.
und kann mir das Ganze zur Seite legen und mit einem Stempelblock beschweren. In der Zwischenzeit schneide ich mir nur ein Stückchen zu, jetzt von was Hellem oder von was Goldenem. Ich ziehe mal bei einem Zentimeter wieder eine Falzlinie und schneide mir dann zum Beispiel von der Falzlinie, von der Kante weg, einfach eine Diagonale runter. Knick mal meine Falzlinie. Bringen wir jetzt einmal nur auf der Rückseite einen Kleber an. Und da mache ich es jetzt so, dass ich unten bündig an die Kante klebe. Und schaue, dass ich da genau ins Eck einer komme. Und ziehe mir dann nur unten eine Klebelinie um. Und habe mir somit eben wieder eine Tasche generiert, wo ich was einstecken kann. Und wenn das dann gut angezogen ist, dann werden wir uns das auch wieder einkürzen. Und beim dritten würde ich jetzt zum Beispiel auch wieder nur einen Streifen nehmen. Und den wieder in der Mitte knicken. Und am Rand festkleben. Genauso ist es, Hedi. Und einen schönen Abschluss am Rand tatsächlich noch. Oh weh, Daniela. Vielleicht wird es ja wieder. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. So, das lege ich mir da drunter. Und jetzt werde ich mich um die Frontseite kümmern. Für die Frontseite habe ich mir zurechtgelegt, wieder andere Standsteile. Das Mini-Versandtaschel, das räumen wir uns einmal weg. Und da habe ich mir gedacht, arbeiten wir mit Genial gerahmt. Und zwar habe ich bei meinem ersten Album ich mit den Ecken gearbeitet. Und ich denke mal, bei dem Design darf es ruhig ein bisschen verschnörkelter werden. Und ich nehme mal wieder mein Oval. Und das werde ich mir jetzt aus dem Goldpapier nochmal ausstanzen. Das heißt, da werde ich mir noch ein Stück zuschneiden. Ich finde das ja so schön, da habe ich mir gleich ein zweites Backerl bestellen müssen, weil das so ein Traum ist. Ich schnappe mir wieder meine Mini. Und stanze mir die Teile einfach einmal aus. Das geht auf einmal. Und für mein Oval brauche ich dann noch ein Stück Farbkarton. In welcher Farbe, das schauen wir uns dann noch an. Könnte sogar sein, dass wir noch eine Savanne drunter legen. Weil ihr seht ja, das sind ja lauter Rahmen. Das heißt, das Innenteil fällt mir da raus. Das kann ich für was anderes verwenden. Und für meinen Rahmen mag ich dann ein Innenteil haben und da konnte man jetzt vorstellen, dass wir da Savanne drunter legen. Das heißt, ich werde mir das Teil, also meine Eckerl, die brauche ich jetzt dann gleich. Und das Teil stanze ich mir jetzt da nochmal aus und da darf ich auch ein bisschen über den Rand rutschen, weil ich ja dann nur mehr innen leben mag. Außer ich mag in Rahmen für ein anderes Projekt verwenden, dann schaue ich, dass ich den ganz drauf kriege. Das machen wir jetzt einfach einmal. Ja, die kann man super als Bildereck verwenden. Insbesondere, wenn man es dann beim Aufkleben nur am Rand mit Kleber versieht und da sauber arbeitet, dann kann man auch
was dahinter schirmen. Vor allem, was ich so praktisch finde, ich kurbelt einmal durch und hab gleich alle vier Ecken, gell? Da ist er. Wie gesagt, da mag ich jetzt nur das Innenleben haben. Den heben wir uns auf für ein anderes Projekt. Und ihr seht, der ist wunderbar geprägt. So. Ich habe mir jetzt gedacht, die zwei äußeren Ecken werden wir auf jeden Fall bekleben. Bei den anderen bin ich mir noch nicht ganz so sicher, weil ich glaube, es ist auch ganz schön, wenn man es so macht und statt die Ecken einfach die Ecken auf der Rückseite nochmal macht. Was haltet ihr davon, wenn wir es auch so machen? Ich fange einmal mit den zwei Ecken an. In der Zwischenzeit dürft ihr euch was überlegen. Ja, Margarete, genau. Spezialpapier Antikgold ist das. Wunder, wunder, wunderschön. Das ist aber das Schöne am Jahreskatalog, weil uns da einfach die Produkte mindestens ein Jahr erhalten bleiben. Von dem her hat man da auch keinen Stress, dass das irgendwie gleich wieder aus ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel noch gar nicht weiß, für was für einen Anlass man das Mini-Album verwenden mag, dann kann man ja vorerst einmal nur den Rahmen aufkleben. Und das ist ja sozusagen verhandel- und wechselbar. Dann kann ich das ja später auch einkleben. Man könnte das Ganze jetzt auch erhöht kleben. Ich werde es aber plan aufkleben. Gerade wenn man es nämlich wirklich in die Handtaschen tut, damit es da nichts überreißt. Da müssen wir noch Schachtel dazu machen, dann, wenn wir erhöhte Elemente draufgeben wollen. So, dann schauen wir, dass wir da möglichst gerade sind. Und die zwei Ecken machen wir tatsächlich jetzt auf die Rückseite. Und die letzte. Dann werden wir nun die Tags ordentlich abschneiden bei den Deko-Teile und ins Album versenken. Und dann hätte ich gesagt, wir haben es für heute geschafft. Vom Spruch her, wenn ich wirklich in Richtung Hochzeit schaue, kommt man zum Beispiel viel Glück zu zweit bis ans Ende der Zeit aufstempeln. Und das würde ich jetzt in Espresso machen oder tatsächlich embossen. Ihr seht schon, das passt wunderbar drauf. Wir werden es embossen. Einmal mit dem Embossing-Body drüber. Eine Versamarkt-Tinte. Und irgendwo habe ich mal eine Pinzette gehabt, dass ich mir meine Pfötchen nicht verbrenne, aber die ist wieder verschollen. Das heißt, wir werden sie so festhalten. Embossen dann natürlich in dem Fall in Gold. Vorsicht, jetzt wird es gleich laut. Ich werde den Föhn kurz anheizen.
ganz kurz abkühlen lassen, damit ich mir keine Fingertapser reinmache. Stimmt, Renate, zum Verschenken war eine Box super, super schön dazu. Machen wir aber heute nicht mehr. Wenn, dann vielleicht ein anderes Mal, aber heute nicht mehr. Und das kann man jetzt da entweder wieder erhöht reinkleben oder auch planen. Ich bleibe jetzt bei Plan. Drehen wir das noch so zurecht, dass das gut reinpasst. Und kann dann da links und rechts zum Beispiel ein Steinchen reinmachen. Und dekorieren wie auch immer es mir gefällt. So, die wollte man noch fertig machen. Das heißt, ich nehme eine Schere und schneide einfach die Überstände weg. Und somit habe ich meine Tags auch soweit fertig, dass man Fotos draufkleben kann oder kleine Botschaften verstecken kann. Ihr seht schon, meine Scherenkärten eigentlich auch wieder mal gereinigt. Da ist schon ganz viel Klebemittel drauf. Und ich mache es tatsächlich so, dass ich anfange mit einem hellen. Den da mal reinschiebe. Das mit dem Knoten wird natürlich ein bisschen dicker jetzt. Aber ich finde, man darf eh merken, dass was drin ist. In der Mitte kommt jetzt mein Savanne-Farbener. Und in die dritte Lasche kommt wieder ein heller. Das geht am Anfang ein bisschen streng, wird aber mit der Zeit einfacher, weil sie die Dinger ja auch ein bisschen dehnen. Da lieber ein bisschen Geduld haben und nehme ich gewollt eine. So. Einmal nur für einen Überblick. Meine Werbung ist verschwunden. Front. Dann kann ich aufblättern, kann da aufplatteln, habe da meinen ersten Tag drin, die nächste Doppelseite, habe wieder einen Tag drin, wieder eine Doppelseite, nur einen Tag und kann da nochmal aufplatteln und habe so ein kleines, aber feines One-Sheet-Mini-Album, das euch hoffentlich gefallen hat, das man in Nobel basteln kann, aber auch gern in Farben froh und frisch. Ich freue mich auch schon auf eure Ideen dazu, auf eure Farbkombinationen, wie auch immer. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und wir sehen uns nächste Woche wieder, hätte ich gesagt. Habt eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss, Baba, pfiat euch!